Hier, meine Tochter wurde entführt. Die Tochter des Präsidenten. Wir kommen mal kurz mit einer Armee dahin. Da drüben ist was! Amerika. Nagelt sie fest! Da ist was. Erstmal draufstehen. Hier dürft ihr nicht rein. Hier ist ein Mädchenklo. So sieht das Mädchenklo also aus. Ach, hätte ich mich als Fünftklässler nie ins Mädchenklo eingesperrt. Komm schon. So habe ich meine ersten 5 Mark gewonnen. Dann habe ich mir eine Pizza gekauft. Pizza Margherita. Au! Deine ganze Armee rennt in das kleine Biest rein. Da solltest du lieber sagen, fuck the shit I'm out. Yo, fuck the shit I'm out. Oh yeah. Gegner sind ja schlimmer als du. Ach du Scheiße. Kleines Arschloch. Na los, zeig dich. Okay. Oh, komm schon. Der macht's richtig. Ja, ich bin noch zu blöd zu treffen. Junge. Du sollst normalerweise in Rente gehen. Du hast einen Pfeil im Knie. Ich weiß, dass du da bist. Oh, komm schon, wirklich. Sind wir mal ehrlich, eigentlich mag ich Pfeil und Bogen nicht. Ich mag Pfeil und Bogen nur, dass du die Pfeile recyceln kannst, wenn du sie verkackt hast. Und das passiert ziemlich häufig. Nein, generell mag ich Pfeil und Bogen. Liegt aber an Tomb Raider. So, nochmal einen Snack gegönnt. Ich hätte gern. Fresh, Diet Fresh, Tanky. Und Satz. Was? Kennt ihr mal nicht einfach Cola, Fanta, Sprite und Mezzomix? Ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, als das relativ simpel. Warte mal, das habe ich durch. Ich will alles durchhaben. Warte mal, von da kam ich. Dann müsste das hier auch durch sein und dann kann ich hier durch. Ich will einfach alles abgrasen. Das sieht hier ziemlich leer aus. Firefly-Anhänger. Warte mal, von da kam ich. Ich komme aus dem Haus, wo die meisten Leichen liegen. Das ist eine Message. So, alles klar. Die Flaschen sind voll. Ellie hat genug gesoffen. Whitefish Lake National Park? Oder Nationalschatz? Ich habe keine Ahnung. Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Wie komme ich da jetzt hin? Achso. Du packst das, Ellie. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde es anders da machen. Okay, fall nicht ins Wasser. Und würde mich einfach an dem Holz festhalten. Dafür ist es ja ein Wanderweg.
Anstatt mit dem Arsch an dem Geländer entlang zu gehen, wo man sich festhalten kann, hätte ich da die Front genommen und hätte meine Hände da festgehalten. Natürlich ist hier ein Rohr. Was uns jetzt entgegenkommt, ist ein ganzer Abwasserkanal voll Scheiße. David hat gesagt, er will uns lebend. Hätten sie nur in Ruhe lassen müssen. Oh, da komme ich nicht durch. Natürlich nicht. Du kannst dich auch nicht da entlang schlängeln. Sind wir mal ehrlich. Doch. Oh, kein Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Zu spät, schon tot. Lass mich raten, wir müssen irgendwo klettern. Als könntest du da nicht hochklettern. Hier drauf. Komm schon! So, das war's. Krass. Hat ich jetzt gerade krass gesagt? Das war ein Wagen. Den hast du bewegt. Das hat jetzt so viel... Es sind doch die kleinsten Dinge, die die größte Wirkung erzielen. Und nu? Kau Kanada. La 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 la. Lass mich raten, wenn wir da drin sind, müssen wir uns wieder verschaffen. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Was wohl passiert, wenn wir hier runterspringen? Wir wollen jetzt hier keine künstlichen Tode von Ellie sehen. Geht sicher, dass sie sich hier nicht versteckt. Warte mal, wenn der mich sehen kann, dann muss ich ihn doch auch irgendwo hier hören. Erinnert mich so ein bisschen an Dingsbums. Wo ist die Kleine? Verdammt! Oh, mieses Arschloch. Das ist noch so eine kleine Sackratte. Ich weiß zwar nicht, auf was Ellie steht, aber wenn die jetzt ganz... Wenn die jetzt die ganze Zeit so sich freut, wenn sie jemanden killt, dann will ich keine erwachsene Ellie kennenlernen. Die hat einen Slang wie ein Seefahrer. Jetzt
will hier aber hier nochmal in die Hütte. Oder generell in die Hütten. Also lass mich ran. Hier muss ich wahrscheinlich drüber. Viel gibt's nicht, aber ich will gucken, ob ich die große Hütte kann, dass ich mir vielleicht noch irgendwas holen kann. Ich kann aber was bauen. Erstmal das hier. Gut, ist alles voll. Was mir persönlich gefällt, ist, dass wir hier... Ach komm, das könnte ich mich da nicht durchzwingen. Dass wir hier einen unendlichen Dolch haben, sozusagen. Burr Creek Loge. Ja, bestimmt Mirica. Ich will hier nicht festsitzen. Ja, das wirst du aber. Gibt jetzt keinen Weg mehr raus. Kann ich auch irgendwas bauen? Nee, ne? Die Rauchbombe brauche ich bis jetzt selten. Oh, wo geht sie raus? Hier noch nirgends. Guck mal, da steht Exit drauf. Eine Frage, warum kriege ich Revolver-Munition, wenn ich keinen Revolver habe? Was ist mit den Waffen, die Joel bei sich hatte? Warum müssen wir jetzt theoretisch von vorne anfangen? Das kannst du so nicht bringen. Die Ellie hätte ihm Joel längst... Eine Sache hätte sie dem bestimmt gelassen. Aber so in seiner Verfassung hätte man sich theoretisch alles mitgenommen. Nicht zum Jagen, ja. Für die Hirschjagd hätte ich es verstanden. Au! Schieß auf ein kleines Mädchen. Man muss ja Rieseneier haben. Hä? Wer hat denn da gesagt Miststück? War der nicht tot? Warum kann man da nicht drüber klettern? Warum sehe ich so gut wie kaum was? Es gibt doch ganz offensichtlich eine zweite Etage. Muss ich jetzt auch nicht immer sagen. Gut. Ist jetzt endlich mal Ruhe. Das ist natürlich so ein bisschen an Tomb Raider 1. Macht sie fertig, sie ist doch nur ein kleines Mädchen. Dieses kleine Mädchen tötet gerade unsere gesamte Armee. Okay, das ist ein cooler Ofen. Hat was. Also hier würde ich ja theoretisch nicht rausgehen, weil das der Haupteingang ist. Ich würde eher durch so ein Fenster gehen. Halt still!
Ich rette dir das Leben. So ist gut. So ist gut. Was? Was? Der auseinandergenommen. Essen die die Infizierten? Wie fühlst du dich? Beschissen. Super. Ich hätte gerne gebratenen Finger. Hier. Was ist das? Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Alles, was sich bewegt, erstmal drauf schießen. Glaubst du, wir haben eine Wahl? Um zu leben. Genau wie wir. Hätte nur einer sagen müssen, wir lassen euch in Ruhe und ihr lasst uns in Ruhe. Was notwendig. Fertig. Die Hände hoch gehabt und fertig. Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der ist noch am normalsten. Ziemlich ehrlich zu dir. Das stimmt. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Scheiß Pedo. Ja. Oh Mist. Du bist kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ja, das war nicht unbedingt schlau. Die hat uns gut aufgepäppelt. Verdammt, es ist nicht besser, sich Freunde anstatt Feinde zu machen. Ich meine halt, im Rudel bist du stärker. Reicht das nicht für
Die Pil erreicht es nicht. Reicht es nicht, so die Pilzviecher zu haben? Nö, noch menschliche Feinde. Ist auch viel entspannter, diese. Ja, das finde ich in allen Survival-Dingern immer, dass die Lager immer noch gegeneinander kämpfen. Obwohl eigentlich genug zum Klatschen da draußen ist, theoretisch. Und ich wette, jeder normal denkende Mensch. Erstens einfach gesagt, hey, wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Alles gut. So, Nummer 2. Hätten sie den Leuten nur mal sagen müssen, hier, wir wollen sie zu den Fireflies bringen. Sie wurde schon vor Monaten gebissen. Da ist nicht mehr viel. Ellie! Wo ist die trägt eine Hoffnung für einen Impfstoff in sich, auf das man entweder die Klicker heilen könnte oder ein Gegenmittel macht, dass es nicht noch mehr gibt. Ganz genauso wie in der Zombie-Apokalypse. So, du hast ungefähr 2, 3, sagen wir mal 5 Millionen Zombies. So als Beispiel, Gedankenexperiment. Dann ist einer, der einen Impfstoff entwickeln kann oder aus dem du einen Impfstoff machst, indem du, was weiß ich, keine Ahnung, und wenn du halt sein Blut brauchst, okay, ja, Blutspenden macht man ja hier auch. Wenn man das kontrolliert und in kleinen Stücken macht, tut es dem nicht mehr weh, außer der Piekser. So. Erstens müsste man den behandeln wie, ne, den Messias. L Nummer 1. L Nummer 2. Haut man sich doch wesentlich zusammen und sagt, weißt du was, lass uns die Zombies abknallen, bis wir alle geimpft sind. Und die, die neu dazukommen, impfen wir gleich mit. Weil, keine Ahnung, ne? Dann wird die Kolonie halt größer. Und irgendwann ist es ist eine begrenzte Zahl. Die Zombies vermehren sich ja nicht wie Karnickel. Ein Zombie-Weibchen und ein Zombie-Männchen lieben sich. Bis das Zombie-Weibchen dann 5 fertig Ungeborene gebärt. Ja, natürlich. Direkt. Direkt. Boah, ist doch blöd. Verschafft dir Zeit, um Wunden zu... Ja, pff, toll, wenn ich da direkt drin bin und nichts machen kann. Bin immer noch verletzt, also. Das Gewehr von der Ellie ist cooler. Spielt einfach Plants vs. Zombies im Real Life mit Hilfe von bestimmten Kräutern. Ja. Wo ist sie? Resident Evil kann man gegen Zombies bestehen, wenn man sie, also dauerhaft kann man sie vernichten, wenn man sie killt, indem man Kopf zerstört. Oder Feuer. Das bedeutet, theoretisch müsste man einen immer laufenden Flammenwall haben, dem er damit Holz und so ein Kram nachmachen kann, ne? Also so recycelbar. Das, was man anbaut, meistens dann, ich glaube, Bambus ist eines der schnell wachsenden Gebräue. Dann könnte man eigentlich gucken, dass man sich so eine gewisse Grenze verschafft. Er ist da drüben! Na, jetzt artet das in so einem Cartoon-Kampf aus. Nehmen wir Zeit zum Zielen hier.
Deine Leute auch. Überleg mal, mit wie viel Mann ihr gekommen seid. Und ich hatte schon mal... Ich wollte jetzt sagen, Stab in mir, aber das hört sich falsch an. Hier muss noch irgendwo ein Ficker rumlaufen. Komm raus, du möchtigen Spacken. Ihr werdet reden. Tut mir leid, Joel. Erstens wollte er nicht reden, zweitens kann er nicht, weil sein Gehirn liegt unterm Kühlschrank. Yo. Autsch. Naja. So, okay, wir brauchen jetzt kein Medikit einsetzen. Haben wir jetzt wieder Zeug bekommen, was sehr gut ist. Ich hätte gedacht, wir spielen länger mit Ellie. Okay, ich kann ja... Das ist eigentlich interessant. Auf der einen Seite gaukelt dir das Spiel Open World vor, weil du halt viel erkunden sollst, können und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite gibt es wirklich... Eigentlich ist es nicht Open World. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt dich fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. Ich nehme doch die Beine mit einem Brecheisen. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Jule, sauer. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das?
wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Du hattest die. Die hätten dir geglaubt. Du wärst theoretisch ihre Göttin geworden. Mist. Immer wenn ich merke, sie hätte es geschafft. Was ist denn bloß los mit dir? Willst du hin, Ellie? Ich brauche eine Waffe. Okay. Ich schaff das. Die waren kurz davor, dir zu glauben. Und alles ist gut. Und dann muss sie natürlich so eine Scheiße machen. Du hättest locker verhandeln können. Die hätte von Anfang an sagen und hier, ich bin infiziert, ist schon länger so, ganz in Ruhe, ruhig und entspannt. Die hätten ihr sogar den gebrochenen Finger eventuell sogar verziehen. Aber Plot-Twist. Oh, verdammt. Muss ja natürlich Krieg geben. Ne, Naughty Dog. Das, aber von, das müsste eigentlich von Naughty Dog sein. Wie komme ich da jetzt raus? Achso, ich muss mir durchsneaken. Der andere war schon kurz dabei, dir die Füße zu küssen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Clan hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar Schiff. Dann gibt es eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Deinen eigenen Freund gekillt? Natürlich. Das ist doch so blöd. Das hinterfrage ich nicht. Kann ich noch irgendwas craften? Natürlich nicht. Es wäre ja schön, hier so ein